Sehr geehrte Frau Strafvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Anträge der CDU-Fraktion zur sogenannten Trinkerszene am Friedrichsplatz und zu den von ihr geforderten Alkoholverboten in der Innenstadt sind leider ein Beispiel für das, was wir hier in letzter Zeit häufiger erleben. Nämlich den Versuch, die Stadtverordnetenversammlung zur Tribüne für eine Ausgrenzung und Angstkampagne gegen marginalisierte gesellschaftliche Gruppen zu machen und damit auf den Zug aufzuspringen, den die AfD bereits aus Matsche leistet. Sie reduzieren ein komplexes Thema, das eben nicht nur mit Alkoholmissbrauch zu tun hat, sondern auch mit Drogenproblematiken und psychosozialer Verelendung, auf ein einfaches Rezept, das da heißt, was stört, soll vertrieben, mit Verboten und Repressalien überzogen werden, Hauptsache weg aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit in der Innenstadt, egal wo. Solange sie dahin gehen, wo es die Geschäftsleute der Ober- und Königstraße nicht stört. Neu ist diese Debatte ja nun gerade wahrlich nicht, denn immer dann, wenn gerade keine andere Sau durchs Dorf gejagt werden kann, aber jemand dennoch das Bedürfnis hat, sich als Verteidiger von Sicherheit und Ordnung aufzuspielen, dann ist die Situation am Friedrichsplatz gerade recht, um mit starken Worten und wenig Problembewusstsein an die Reflexe der Kasseler Bürgerinnen und Bürger zu appellieren und leider eben nicht an ihre Vernunft. Dabei haben doch die letzten Jahre gezeigt, dass eine Vertreibung der Szene natürlich das Problem nicht löst, sondern allenfalls an andere Orte verlagert. Aber wenn ich Ihren Antrag zwischen den Zeilen lese und versuche, die eigentliche Absicht dahinter zu ergründen, dann gibt es zwei zentrale Punkte, um die es hier geht. Um die Frage, wem eigentlich der öffentliche Raum gehört und wozu er genutzt werden darf. Die Antwort der CDU-Fraktion auf diese Frage ist klar. Der öffentliche Raum ist in der Innenstadt zum Vorbeiflanieren und Konsumieren da und nicht dazu, sich dort einfach nur aufzuhalten, weil man es vielleicht in einer engen, miserablen Wohnsituation nicht permanent aushält. Oder weil man schlicht keinen anderen Ort hat, um sich tagsüber aufzuhalten. Da lachen Sie, ne? Und vor allem ist der öffentliche Raum nicht für diejenigen da, denen das Geld fehlt, um ihre Getränke eben in einem der umliegenden Lokale zu deren Preisen zu konsumieren. Oder Alkoholismus plötzlich kein Thema mehr ist, für das sich die CDU interessiert. Wenn die Damen und Herren der CDU-Fraktion sich vor der Einbringung dieses Antrags mal die Mühe gemacht hätten, sich zum Beispiel bei der Drogenhilfe Nordhessen zu erkundigen, deren Streetwork-Projekt Straßenarbeit und Schlichtungsfunktion, kurz SMS, genau in diesem Bereich verankert ist und langfristig an den dort vorhandenen Problemen arbeitet, hätten Sie vielleicht einen anderen, einen besseren Antrag zu diesem Thema gestellt, zum Beispiel den, die finanziellen Hilfen für die aufsuchende Sozialarbeit in der offenen Drogenszene zu erhöhen und eine solide, langfristige Finanzierung sicherzustellen. Das, was dann ja auch tatsächlich mit gleichlautenden Anträgen von SPD und Linken in der letzten Haushaltsberatung erfolgt ist. Es wäre auch möglich, die Einrichtung eines mit der AG Sicherheit und Ordnung auf dem Lutherplatz vergleichbaren Gremiums für den Bereich der Innenstadt anzuregen, bestehend aus Substitutionsärzten, Geschäftsleuten, Vertretern der Stadt Kassel und der Drogenhilfe, dass die Thematisierung von Interessen und Erwartungen sowie Problemlagen und die Erarbeitung eines gemeinsamen Vorgehens zum Ziel haben könnte, was auch dazu führen würde, dass Sozialarbeit auf der Straße effektiver durchgeführt werden könnte. Nichts davon findet sich jedoch im Antrag der CDU. Und auch einen entsprechenden Haushaltsantrag der CDU haben wir im Dezember nicht zu Gesicht bekommen. Das legt den Schluss nahe, dass sie weder ein Interesse an ernsthaften Lösungsansätzen für dieses Problem haben, noch überhaupt die Bereitschaft, das Problem verstehen zu wollen. Ich stelle fest, die heiße Phase im OB-Wahlkampf hat begonnen und die CDU will sich als Law-and-Order-Partei profilieren, koste was, was es wolle, und viel mehr ist zu diesem Thema aus meiner Sicht nicht zu.